Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge City Skylines. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir spielen heute in dreifacher Geschwindigkeit, wie gestern angekündigt, damit wir hier mal langsam vorankommen, damit die Leute hier endlich abhauen aus dieser Stadt. So schön die auch ist, aber die sollen einfach mal kurz, für eine kurze Zeit nur diese Stadt verlassen. Und dann können sie natürlich auch gerne wiederkommen. Warum sind die alle so happy? Nur weil ich jetzt gerade eine Ansprache gehalten habe? Okay. Auf jeden Fall wollte ich mal ganz kurz was gucken. Und zwar würde ich gerne noch eine Sache kontrollieren. Wir haben nämlich mal die Konzerte gehabt. Du erinnerst dich, hier hinten. Oh, nee. Warte mal, wo ist Festivalgelände? Hier. Festival City ist hier. Ne, da hatten wir ja auf jeden Fall das Festivalgelände. Und haben wir mittlerweile 3 Sterne. Wir haben mittlerweile 3 Sterne, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Es ist eine 3-Sterne-Festival-City-Anlage. Sehr schön. Okay. Und somit haben wir dann ja auch was freigeschaltet für Festival City. Und zwar haben wir Festivalgelände. Ne, das hatten wir ja schon gebaut, ne? Das ist das hier. So, und dann haben wir jetzt noch Rundfunkgebäude. Haben wir irgendwo ein Rundfunkgebäude gebaut? Ne, ne? Das Rundfunkgebäude fehlt uns noch. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wo wir das hinsetzen, weil der Platz ist natürlich auch irgendwo irgendwann mal begrenzt und beschränkt. Aber wo setze ich das denn noch hin? Na, da habe ich mir jetzt wieder angetan. Ja, Rundfunkgebäude. Oh, hier wird das gehen, ne? Wenn ich das jetzt hier hinsetze, würde das funktionieren? Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir das da hinsetzen oder... Entschuldigung. Oder hier dran. Weil wenn wir das jetzt hier dran setzen, hier beispielsweise so irgendwie, oder hier, ne, hier dran setzen, oder hier, aber dann wäre der Stein weg, ne? Und den Stein will ich ja eigentlich erhalten. Ich lasse das jetzt erstmal da. So, wir machen auf jeden Fall mit Terraforming ein klein bisschen hier Rambazamba. Das heißt... Das senken wir alles mal ein bisschen ab. So. Oh, geht aber, ne? Das geht aber. Ja, doch. Kann man so lassen. Ne, ist ja die Live-Übertragung immer vom Festival. Also, es würde gehen. Wieso brauchen wir jetzt so viel Industrie? Mal gefragt. Wieso brauchen wir wirklich... Ist das richtig krass. Also, dass wir so viel Industrie brauchen, das ist heftig. Okay. Da, wenn ihr das so haben wollt, dann kriegt ihr natürlich eure Industrie hier. Bitteschön. Guck mal, könnt ihr euch ausbreiten. Ich sehe das schon kommen. Wir haben bald kein Giant City mehr, sondern Giant Industry City. Giant Industries. Klingt so ein bisschen nach Knight Rider. Oder so Marvel. Giant Industry 2000. Oh yeah. Okay. Hier machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Industrie hin. Und hier und da und da und da und da und hier und da und da. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Dann, keine Ahnung. Dann bin ich einfach überfragt. So, hier haben wir auch nochmal. Bäume kommen natürlich auch noch dazwischen. Ist ja ganz klar. Ich lasse die sich jetzt aber erstmal ein bisschen erweitern. Oder, warte mal, wir können ja hier ein paar Bäume hinsetzen schon mal. Können ja wieder abreißen, wenn sie wollen. So. Machen wir hier auch nochmal ein paar Bäumchen hin. Und hier nochmal ein paar Bäume hin. So. Und hier nochmal ein paar Bäume hin. So. Und hier nochmal. So. Jetzt haben wir es aber, oder? Nee, jetzt haben wir es noch nicht. Hier würde ich gerne auch nochmal ein paar Bäume hinziehen. Einfach mal so einen Grünstreifen. Wegen dem Lärm der Straße. So. Wie sieht's aus? Wie viele verlassene Gebäude haben wir jetzt mittlerweile? Bin ich jetzt mal gespannt. Und wir haben mittlerweile 392 verlassene Gebäude. Wieso geht das runter? 392 verlassene Gebäude. Es ging gerade ganz kurz runter, ne? Da. Renovieren die etwa die Häuser? Okay. 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 Mist. Das habe ich nicht bedacht. Das habe ich echt nicht bedacht. Aber wie gesagt, mich würde auch mal interessieren, wenn ich jetzt hier Strom wegnehme,
Warte mal, wo war das nochmal? Wo haben wir nochmal die Stromleitung gezogen? Die hier. Wenn wir die jetzt wegnehmen, dann haben die ja keinen Strom mehr. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Also, ob dann die alle ihre Gebäude verlassen und somit... Na gut, hier können wir keinen Strom kappen, weil da sind die Stromgeneratoren. Da können wir nichts machen. Ne? Auf jeden Fall. Weil das wäre natürlich hilfreich. Jedes verlassene Haus ist jetzt gerade hilfreich. Ist so. Okay, World Park können wir nichts machen. Ich war jetzt gerade hier am Überlegen. Verschwörung City. Verschwörung City wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wo wir eventuell ein paar verlassene Gebäude hinbekommen. Oder hier. Oder hier. Aber wie kappen wir das jetzt hier am besten? Wir dürfen ja nicht zu viel kappen, ne? Das ist so. So, ich mache jetzt mal hier einen Break. Und... gucken wir mal. Also, die kompletten Gebäude werden jetzt gerade entstromt. Ne? Also die werden jetzt alle entstromt. Und dann werden die doch eigentlich nach und nach ihre Gebäude verlassen. Ist natürlich jetzt volles Risiko. Volle Kanne Risiko. Es könnte natürlich auch passieren, dass wir pleite gehen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich hoffe es nicht, aber es kann natürlich passieren. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch Strom. Ja, wie kriegt ihr denn Strom? Komm, jetzt verlass doch mal endlich die Gebäude und dann... Ne, ich will ja nur das Observatorium haben. Wenn ich das Observatorium habe, könnt ihr auch wieder gerne wiederkommen. Alle. Dann dürft ihr gerne alle wiederkommen. Oh, wir machen 20.000 Minus, ey. Natürlich jetzt eine Menge Holz. Aber, wie gesagt, wir müssen jetzt ganz kurz durchhalten. Zähne zusammenbeißen. Und dann hoffen, dass die jetzt alle ihre Wohngebäude verlassen. 380. Das wird weniger, ne? Kann das sein? Ah, das sind bestimmt so Öko-Leute, die sagen, oh, hier gibt es keinen Strom. Ja, schön. Können wir schön noch auf dem Waschbrett unsere Wäsche waschen. 79. Okay. Jetzt verlasst doch mal endlich eure Gebäude. Wie lange wollt ihr denn ohne Strom leben? Ohne Internet? Oha. 979, es geht hoch. Die Zahl geht hoch. Sehr gut. Wir waren mal auf 390, ne? Okay, ihr habt alle keinen Strom. Wirklich eine kleine Leitung gekappt, ne? Okay, Strom wird schon mal rot. Das ist gut, weil das ein Anzeichen dafür, dass die gleich ihre Gebäude verlassen. Und dann bin ich mal gespannt, wirklich, ob das jetzt so hinhaut und ob die finanziellen Mittel von uns reichen. Das ist natürlich die andere Frage. 381 sind wir, okay. Ja gut, Strom haben wir mittlerweile im Überfluss, ne? Weil wir ja auch weniger Gebäude haben. So, bitte, bitte verlasst doch jetzt einfach eure Häuser. Bitte. Bitte. Nein. Ist am Verzweifeln. Ich bin echt am Verzweifeln. Aber, wie gesagt, es ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Weil das Spiel toleriert ja so ein paar Fehler. Und lässt dir dann auch Zeit, diese auszubügeln. Nur du darfst dir halt nicht zu viel Zeit lassen. Und wir wollen uns natürlich viel, zu viel Zeit lassen. Oder beziehungsweise wollen wir das jetzt Ganze beschleunigen. 387, okay. Langsam geht es voran. Jetzt geht das aber hier rund. Guck mal, 500. Sehr schön. 520, gut. Wenn die hier alle wegploppen, ne? Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich vermute mal, das sind mindestens 1 Milliarde Häuser, die hier stehen. So, bitte, 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 komm schon. Ich will dort nur 1000 verlassene Gebäude haben.
Nur, es geht wieder runter, jetzt wieder hoch. Wir haben gerade so einen richtigen Schub gekriegt. 525, okay, 26. Boah, ich bin froh, wenn ich wieder Automatik-Bulldos drin habe, dass die Leute dann hier wieder einziehen. 530, es geht langsam, es geht. Jetzt müsste eigentlich theoretisch nachher ein Schub... Wieso war da hinten jemand happy? Ja, jetzt stockt es ein bisschen, Vorsicht. Weil die ploppen jetzt alle weg hier. Okay, 5 Wochen lang. 5 Wochen müssen wir durchhalten. 5 Wochen hochgerechnet sind pro Woche 60.000. 300.000 würden wir Verlust machen. Plus, was wir auffangen. Uiu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 i. Das ist kritisch, ne? Komm schon, bitte haltet durch. 100.000, bei 5 Wochen wären 500.000. Okay, da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Ne, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Wert noch ein bisschen weiter runter sinkt. Und die Leute ziehen wieder ein. Hä? Oh, warte mal, wenn die wieder einziehen, der Bienchen- und Blümchenpark. Aha. Aha, also ist doch gebautes Gebiet. Gut zu wissen. Weil da sind wir ja schon selbstversorgende Gebäude, ja. In Zeiten des Stromes ist das natürlich ganz klar. 2 Wochen, komm schon. Ich warte nur drauf, bitte. Und wenn wir freigeschaltet haben, Pause, direkt Pause. Irgendwo platzieren und dann Automatik Bulldoze an, um dann, ja, um dann wieder die Gebäude bewohnbar zu machen oder beziehungsweise Baugebiete freizugeben. Oh ja, noch 2 Wochen, komm schon. Komm schon, komm schon. Observatorium, Observatorium, kriegen wir das auch noch hin direkt? 3430, okay. Weil dann könnten wir unsere Stadt nämlich wieder auf Vordermann bringen. 4 von 5 Wochen, sehr schön. Okay, wir haben es gleich geschafft. Moment, Moment, bitte, 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 bitte. Komm schon, schalte frei, schalte frei. Bitte, 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 bitte. Bitte. Hallo. Jetzt mach doch endlich mal hier. Komm. 5 Wochen. Den muss ich woanders klicken? Nee. Ah, Observatorium ist freigeschaltet. So, Pause. Ne, damit hier nichts verloren geht. Dann Observatorium. Setzen wir jetzt erstmal irgendwo hin. Erstmal setzen wir das jetzt hier hin. Ich setze das mal hier hin. Das ist ja noch nicht mal verkehrt. So, ein bisschen Terraforming noch. Ja, so. Okay. Ne, hier schön an Küstennähe. So. Jetzt haben wir endlich Kernfusionskraftwerk, ne? Wissenschaftszentrum. Nein, haben wir noch nicht. Okay. Wir machen jetzt erstmal Automatik Bulldoze wieder an. Normale Geschwindigkeit. Achso, Strom. Ja, Strom kriegt dann natürlich auch wieder. So. Genau. Und der Bienchen- und Blümchenpark. Wie sieht's da aus? 3463, okay. So, die ziehen wieder alle ein. Guck mal. Jetzt müssen wir das natürlich irgendwie wieder aufgefangen bekommen. So, die ganzen Häuser gehen jetzt weg. Die verlassenen Ruinen. Wir haben nur noch 36.000 Einwohner. Das ist krass. Das ist natürlich krass. So. Und jetzt könnt ihr euch wieder bebauen. Bebaut euch. Los. Zack, zack. Zap, zap. Los. Ihr dürft euch bebauen, ne? Hallo? Wieso habt ihr jetzt schon wieder keinen Strom? Ah, du hast immer Strom, ne? Du hast immer Strom. Warte mal, wir haben hier Stromleitungen liegen. Da kommt kein Strom hin, weil wegen Bebauung.
Dann würde ich sagen, setzen wir das. So. Dass da auf jeden Fall Strom ist. Und normalerweise müsste der Strom auch rübergehen zu denen. So, jetzt plöppt weg, bitte. Komm schon. Hä, wieso wird da kein Strom? Ach so. Vielleicht sollte man auch auf Play drücken. Wäre eine Möglichkeit, ne? So, jetzt plöppt alles weg. Sehr gut. Es lebt wieder. Die Stadt lebt. Holla die Waldfee. So, hier haben wir sehr viele Tote. Die werden jetzt aber abgeholt nach und nach. Ja, hier haben wir keinen Strom, weil wegen Bebauung. Wo habe ich die denn jetzt hier weggezogen? Ach nee, die ist richtig. Ist richtig, weil eigentlich sollte da ja bebaut werden. Ne? Eigentlich wird ja hier bebaut, aber ja, da ist jetzt gerade aktuell Bauflaute. 54.000 machen wir minus. Okay. Arbeiter fehlen, ja. Wie gesagt, ist jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das wieder aufgebaut wird, ne? Bienchen- und Blümchenpark, wie sieht's aus? Da sind wir runtergegangen. Ja, weil wir Leute verloren haben. Weil wir Leute verloren haben. So. Wie heißt das eine, was wir haben? Kernfusionskraftwerk. Was braucht man dafür nochmal? Kernfusionskraftwerk. Da, Wissenschaftszentrum. Wissenschaftszentrum. Okay, Wissenschaftszentrum. Hier haben wir auch keinen Strom, weil hier nicht bebaut wurde. Wir brauchen Leute. Wir brauchen ganz viele Einwohner wieder. Weil sonst ist hier in dem Gelände. Nur die Frage ist, kommen die Leute wieder? Ist der Ruf ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. So, was braucht man jetzt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Weltraum, nee, hier. Kernfusionskraftwerk, Wissenschaftszentrum. Ah ja, Wissenschaftszentrum. Okay, Wissenschaftszentrum, wo finden wir dich denn? Mam, Stadion, Kathedrale des Wohlstands, Einhorn, Regenpups, nee. Wissenschaftszentrum, das sieht irgendwie so danach aus, ne? Wissenschaftszentrum, da haben wir doch. Kostet 20.000. Hui. Teuer, ne? Da würde ich sagen, warten wir lieber mit, ne? Fliegerclub. Der Fliegerclub gibt lokalen Hobbypiloten und Besitz von Flugzeugen die Möglichkeit, innerhalb der Stadtgrenzen im Fliegerhobby nachzugehen. Das ist natürlich interessant, aber aktuell leider eher, ne. Ich brauche Einwohner. Auch ganz dringend Einwohner. Aber ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Das ist das Problem. Oh, hier. Da wird schon nachgefragt. Hast du gesehen? Nachfrage an Wohngebiete. Sehr gut. Okay, das nächste Problem ist, wenn die jetzt hier hinziehen irgendwo und da ist kein Strom, dann ziehen die wieder aus. Das ist natürlich auch blöd, ne? Okay, wenn wir jetzt hier Strom irgendwie hinbekommen würden. Aber wie? Aber wie? Okay, hier ist eigentlich alles tutti frutti. Das heißt, ich würde dann von hier. So eine Stromleitung legen. Dass hier auf jeden Fall Strom ist. Und. Achso, du hast automatisch Strom, ne? Okay. Weil das ist schon wichtig. Dass wir wenigstens ein paar Gebiete hier am Leben halten. Ja. Okay, hier haben wir wieder keinen Strom. Da könnten wir eventuell Strom hinbringen. Ja,
ist halt natürlich jetzt... So, die haben auf jeden Fall wieder Strom. Das ist gut. Dann bebauen die sich nämlich. Das heißt, wir müssen wieder Aufbau starten. So, 49.000 minus machen wir. Wir kriegen gerade aktuell wieder 500 Einwohner. Das ist gut. Da machen wir auf jeden Fall wieder Plus. Hier haben wir verlassene Gebäude. Ja, die werden ja automatisch wieder abgerissen. Zum Glück. Was? Wird jetzt mühselig. Das wird mit mühselig. Ich glaube, ich werde das auch unter einem anderen Speicherstand speichern. Weil nicht, dass ich mir die schöne Stadt auf einmal zerschossen habe. Ja, würde ich so machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.